Ja, Borussen Bernie. Ja, Derby-Sieg ohne Entenpille. Alter Lachs, wäre ich gestern gerne im Tempel gewesen. Aber ja, für mich ist so ein Derby im Wohnzimmer schlimmer als so eine Schelle von so einem Baustellenbagger. Aber ich glaube, hör mal, unsere Jungs von der ersten Mannschaft des BVB, die haben mal einen richtig geilen Job gemacht. Obwohl die halbe Mannschaft Muskel hatte, ja, war das gestern Klitschko gegen knappen Knut. Ja, immer danke Totalschaden 04 für den Corona-Abstand von 4,50 Meter. Also, wenn du schon chronisch klamm bist im Portemonnaie und hast dann noch so einen Schnapper zwischen den Pfosten, der eine Ausstrahlung hat, wie so ein Badewandstöpsel im Bauhaus, ja, und der eine Technik à la Pockert, die ja die Sancho Pancho schon im Geburtskanal hatte, dann hast du ein richtiges Problem auf dem Bolzplatz. Hör mal, was eine Stolperstuhltruppe. Ja, und unsere Borussia, richtig PS auf die Wiese. Hakimi, erste Halbzeit, wieder Strafzettel über rechts. 36 km/h zu schnell, alle Stollen locker. Viking Haaland trifft, ackert, verteilt Zahnarzttermine. Richtige Wumme. Rafa Guerreiro, 1,69 Meter. Portugiesische Pöler Power, richtige Wumme. Ja, und dann hier, ich hab Brandt, der sieht zwar aus wie Michel aus Lönneburger, aber der hatte mehr Torbeteiligung wie Bum Bum Bürki, Ballkontakte gestern. Ja, weiter so, Borussen, immer den Puller mal im Wind halten. Das ziehen wir jetzt 4 Wochen durch, ohne Fans und trotz Corona Kalu und trotz Manuel Euro Neuer, der jetzt eine neue Freundin in der Spielecke hier auf der Hüpfburg bei Ikea kennengelernt hat und trotz Heiko the Brain, herrlich, ja, der jetzt Handcreme bei Rewe an der Kasse verkauft. Wir packen das, ja, ich finde die Truppe, die hat uns gestern eine Menge Kreislauf und einen Schuss Klopper ins Immunsystem gefeuert. Respekt, denn am Ende ist doch immer gleich. Für mich und alle Borussen, da gibt's nur eins, nur der BVB, aber nur der BVB.